So, meine lieben, guten, tollen Zuschauer. Wir haben jetzt hoffentlich genügend Sachen, die repariert werden. Lecco mio. So, dann hatten wir nämlich... Hole Produkt ab. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ihr dürft alle hier rein. Und wir haben halt noch... Reparaturtrupp unterwegs. Hier die Zäune. Und während das da halt passiert, können wir den schon mal freilassen. Ne? Das braucht auch ein bisschen. Da haben wir noch eine Krankheitseindämmung, nachdem der Zaun repariert ist. Und zwar direkt... Okay, scheiße. Das ist doch kacke jetzt. Jetzt brauche ich tatsächlich eine scheiß Forschungsstation. Nur... Produkt wird transportiert. Weil wir jetzt da einen neuen verkackten Virus entdeckt haben. Produkt unterwegs. So. Nee, mach mal so. Mach mal. Transport abgeschlossen. Oh, hoppala. Nee. So. Zustellung wurde abgeschlossen. So. Dann Betriebsgebäude, dann kommt hier ein... Na, komm. Ein Forschungszentrum hin. Mit einem dementsprechenden... Ja, wie nennt man das? Das da halt. Und... Das benötigt Strom, weil wir nicht genug haben, oder was? Also, wir haben nicht genug Strom. Einmal rüber schnell. Und deswegen machen wir verbesserte Leistung. Zweimal. Wir machen das Hammond Entwicklungsgedöns. Das ist der erste. Ja, der braucht Wasser. Durstig. Er ist durstig, ja? Aber er kann nicht trinken. Du bist nicht so direkt, wa? Aber vielleicht er doch jetzt. Er ist einfach durstig. Okay. Aber als allererstes haben wir jetzt ein Forschungslabor freigeschaltet, wo wir eine medizinische Behandlung machen können für diese Apivexoviren. Das ist schon mal wichtig. Machen wir jetzt auch als allererstes. Dann, was haben wir noch? Oh ja, jetzt haben wir... Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Ja, der ist immer noch durstig. Was haben wir da? Oh, wir können jetzt die Sicherheitsmission annehmen. Okay, ausbrüten, freilassen, am Gegen unterbringen. Mitra... Dr. Wu hat noch mehr Arbeit für uns. Sie wird ohnehin erledigt, so oder so. Mir wäre kriegen es wir aber hin. Lieber, wenn Sie dabei wären. Kriegen wir hin. So, Moment. Ah. Krieg ich's noch irgendwie hin? Und. Gut, dass Sie dabei sind. Unsere Aufgabe ist es, neue modifizierte Ware auszubrüten, schlüpfen zu lassen und unterzubringen. Nee, Moment. So. Mal ganz kurz bitte hier die Bäume weg. Dann können wir nämlich hier. So. Das ist schon mal gut. Dann kriegen wir. So. Und da bin ich ganz ehrlich. Moment. Soundeffekt gerade. Noch ein bisschen
wurscht. Weil wir. Hoppala. So. Hier Wald machen können. Hier Wald wegmachen können. Um dann hier. Komm, irgendwo. Da, Wasser hinzubringen. So, und damit haben wir jetzt. Oh ja, wir haben. Eins, zwei. Und die anderen beiden. Warum hat der jetzt genau. Achso, der hat Gesundheit für die Gäste natürlich. Der heilen, heilen, heilen und dann das machen. Ja, bitte. Dankeschön. So, und der darf einfach mal alle vier. Guck mal, jetzt kann er auch saufen, wa? Schnell, genau. Das Wasser. Trink dir was. Was ist daran so schwer? Kopf runter, saufen. Darum kümmern wir uns. Wir bleiben noch kein Schutzraum. Wo ist denn mein Auto? Da fährt es. Sehr gut. So. Hoppala. Und mal ganz kurz. Haben wir gerade nicht, aber wir gehen einfach mal weiter hier, damit ich mehr Geld bekomme noch. Und dann können wir hier auch noch die anderen medizinischen Krankheiten heilen. Aber da habe ich gerade nicht die Kohle für. Oh ja. Moment. In Diplo 1. Lass es. So. Nein. Nein, nicht Zaun reparieren. Heilen. Nein, nicht den Diplo. Machen. Gerade nicht. Muss alle behandeln. Und danach den Zaun machen. Wer ist tot? Alter. Kannst du jetzt mal bitte behandeln? So. Alter Vater, ey. Oh. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Okay. Dann mal schnell zu den Fossilien. Und hoffen. Dass. Hier generell so dann alles cool ist. Aber der wird jetzt halt, der ist halt dehydriert, deswegen braucht der jetzt Wasser. Okay. Scheiß doch die Wand an, Alter. Ja, die verkaufen wir ganz kurz alle. Braucht halt die Kohle. Hier finden wir schon genug neue von. Oh, Menno, ey. Jetzt hat sich gedacht, dass ein Diplo in dem Gehege eine saugute Idee wäre. Einfach, weil der halt so groß ist, dass der nicht sich in Panik bringen lässt durch die anderen. Aber. Doch. Genau das tut er. Er lässt sich halt auch Panik kapieren. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Sollt ihr bekommen. Treffsicherheit 1-0. Das war echt gute Arbeit. Danke. Was haben wir da Neues? Ah, genau, damit die Zäune. Nicht einfach, doch Sie haben sich gekonnt darum gekümmert. Durch Ihren Ruf bei der Sicherheitsabteilung haben Sie sich eine Belohnung verdient. So. Hm.
habe keine Lano, große Futterstation. Sabotage im Gange. Oh Gott, jetzt brauche ich für die Ammoniak-Vergiftung auch noch so ein Scheißding. Medizin. So, dann kannst du aber schon mal losfahren. Eine geile Funktion wäre, den Auto schon mal zu sagen, fahr hier hin. Das wäre nice noch. Aber das geht leider nicht. Das ist sehr schade. Deswegen fahren wir jetzt einfach kurz manuell dahin. Ja, wenn es in den Fossilen um nachzusehen, müssen wir nicht. Wir müssen da rein. So, wie sieht es aus mit der Erforschung? Weniger als eine Minute. Dann gehen wir ganz kurz hier rein. Verkaufen den Scheiß. Das ist gerade so eine gute Quelle auf jeden Fall. Während mein Forschungsauto gerade wieder wegfährt. Ja, das wollen wir aber gar nicht. Deswegen machen wir einfach mal ganz kurz ein Foto von hier aus. Das gibt doch sicher nochmal gutes Geld. Hast du jetzt endlich mal getrunken? Nee. So, wen brauchen wir hier noch? Fahrzeug lenken. Ja, alles gut, alles gut. Für die Heilung haben wir sofort. Produkt in Reichweite. Auch gut. Produkt vollständig behandelt. Ziel abgeschlossen. So, sehr gut. Du, Fressi, Fressi? Oder nur Panik? Immer Panik, Alter. Nicht gut, nicht gut. Das ist doch alles nicht gut. Na, der streift umher, ist nicht cool. Die tun ihm zwar nichts, aber das Problem ist halt echt die Sache mit dem. Mit dem Fressen. Shit, Alter. Ach, das habe ich echt nicht bedacht. Also, das habe ich bedacht, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Ich hätte gedacht, halt, so ein großes Vieh ist da echt gegen gefeilt. Tja, gute Frage. Gute Frage. Ich frage mich ja. Das ist das letzte Mal, dass ich das, glaube ich, mache. Ich habe jetzt auch ein gutes Polster wieder. Wenn ich jetzt tue. Ja, wenn die Gesundheit jetzt sinkt. Lass mal ganz kurz alle umnocken. Dann kannst du sie wieder da reintun. Dann kommt der halt da raus. Dann verkaufen wir den zumindest vorher noch. Das ist halt trotzdem. Ah, ist scheiße. Das ist scheiße. Mission Feldtest, genau. Was muss ich da nochmal machen? Ausbrüten, freilassen und einem Gehege unterbringen. Gucken wir mal. Tyrannosaurus Rex, okay. Ceratosaurus, okay. Den kenne ich auch noch. Und den Metracanthurus. Was ist das? Nochmal. Lesen wir sofort nochmal vor. Da. Metriacanthosaurus. Ja, aber das wird nichts. Der rennt aber in Panik die ganze Zeit hier rum und dann ist es halt, dann ist es irgendwann halt durch, ne? Ich frag mich halt dann tatsächlich jetzt, ob der halt in einem Gehege funktionieren würde mit entweder mit denen
Aber halt auch mit dem Zeto. Ne, das ist der T-Rex. Wo ist denn der gleiche nochmal? Bin ich jetzt gerade dumm? T-Rex? Da. Ob der halt mit dem irgendwie in einem Gehege sein kann, ohne dass der direkt hier einen auf Larifari macht. So, du darfst absetzen. Du auch. Du wirst leider, du würdest hier sterben. Deswegen verkaufen wir dich halt an jemand anders. Okay, machen wir kurz mit den Fossilen. Oh. Für die ganzen Dinger hier. Und dann, na Moment, wir verticken. Der wird verkauft. Für eine halbe Mio. Wir haben es probiert. Klappt nicht. So, wie hieß der? Kemptan. Da, Metria. Okay, und der andere? Also gibt es noch einen anderen Punkt für den? Und Fleischfresser. Sieht gerade. Wobei, hier sind ganz viele. Ja, dann gibt das gerade nicht. Scheiße, ey. Schade, schade. Das hätte ich jetzt cool gefunden, wenn das geklappt hätte. Also logischerweise hätte ich das jetzt cool gefunden, weil ich da jetzt so zwei, drei reingesteckt noch und dann wäre gut gewesen. Wir leben in einer gefährlichen Welt. Ja, kriegen wir auch hin. Ob wir drei oder fünf machen, macht ja nix. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. So, was wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz machen ist, die letzten beiden medizinischen Sachen müssen erforscht werden. Und es gibt Gebäude-Upgrades. Das bessere Schießen, besseres das. Okay, dafür habe ich jetzt nicht so viel. Und, oh ja, die auch. Was ist das denn? Kreuzungsprojekte. Okay. Der hört sich noch krasser an. Indominus Rex Genom. Okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir das hinbekommen. Ich würde tatsächlich gerne noch ein anderes, hoppala, kleines Gehege. Oh, ich könnte mit einem anderen kleinen Gehege schon mal anfangen. Auch wenn ich für den T-Rex halt selber einfach mal so unfassbar viel Kohle brauche. Deswegen könnten wir ja trotzdem so machen. So, machen wir einfach da. Ja, wobei, wir machen mal ganz kurz hier Baum. Hier, Baum weg. Überall Baum weg. Baum weg, Baum weg, Baum weg, Baum weg. Und Fossilien zuerst. Erst extrahieren wieder. Oh ja, cool. Jetzt sind wir auch fertig. Futterstation müssen aufgefüllt werden. Dann sollten wir das tun. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Ja, okay, gut. Sagen wir es mal so. Ja. Brauche ich jetzt nicht. So. Der T-Rex muss irgendwo da rein. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall so. 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 Schön gerade. Okay. Ah, guck mal, da haben wir jetzt nochmal auch hier, wie alle Zuschauer das gerne wollten. So ungefähr. Müsste auch dann passen, oder? Ja, Moment. So. So, so. Ungefähr so. Da. Nee. Und auf der Seite. So. Damit haben wir den dann schon mal gut und richtig
machen erstmal so. Erstmal so. Der kommt da rein. Und dann dahin. Dann kann da auf jeden Fall der T-Rex rein, falls ich mal irgendwann 7 Millionen habe, ja? Das oder halt mit der prähistorischen Natur ist nicht einfach, aber sie machen den Job richtig gut. Ja, oder halt, weil ich meinte, die zwei Cerato. Oder drei, oder wie viel man auch immer da reintun kann. So, weil ich auf jeden Fall jetzt gerade noch hätte, wir so ein Hammond-Labor. Tatsächlich erstmal als Provisorium irgendwo in der Nähe meiner Helikopter. Also hier quasi. Ja. Einfach mal so. Kommt nachher weg. So, recht normaler Zaun. Und ein bisschen was für den Strom. So, da kann ich nämlich da dann anfangen, meine Dinos zu züchten. Jetzt habe ich keinen Strom mehr. Im Sinne von, dass ich keinen Strom mehr habe, wa? Also wirklich, keinen Strom mehr habe. Okay. Ich habe wieder Strom. 12. 12 ist nicht so viel, muss aber wohl erstmal reichen. Gut, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und haut rein.